Der Beschuldigte wurde im Anschluss von Ermittlerinnen und Ermittlern der DSN bzw. der Landesämter Staatsschutz und Extremismusbekämpfung Niederösterreich und Wien einvernommen und hat, wie der Herr Generaldirektor angeführt hat, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat dabei kundgetan, dass er den Anschlag unter Verwendung von Sprengstoff und Stichwaffen, Hieb- und Stichwaffen ausüben wollte. Wir haben diese Waffen auch sichergestellt und er hat beide Varianten in Betracht gezogen und sein Ziel war es, entweder heute oder morgen beim Konzert sich selbst und eine große Menschenmenge zu töten.